Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. Immer noch 400.000. Wow. Folge nicht viel verdient. Ja, schon fast 6 Uhr. Let's do this. Wir müssen also bald pennen. Go straight on. Wir haben noch etwas mehr als eine Stunde. Da, als ich dachte. Deswegen. Habe ich gerade gefragt, wo nahm der Auflieger gar nicht aus? Aber ich dachte, dieses komische Ding, was da drauf ist, geht das noch ganz nach hinten. Aber nee, der Auflieger ging noch weiter nach hinten. Ich hab gutes Profi, Alter. Reroute.
Wald gesucht. Kommen wir noch lang. Mit dem tollen Speedball. Kommen wir noch. So. Oh, der war fein. Ja, er hat das jetzt. Aber ich glaube, das war ja schon gefährlich. Ah, fuck. Wieder Regen, Alter. Diese Strecke hasst uns wie die Pest, ich sag's euch. Ich meine, wir brauchen noch 15 Stunden laut Navi. Problem, wenn ich jetzt nochmal pennen gehe, dann haben wir auf jeden Fall eine Nachttour. Warum riecht's eigentlich so scheiße häufig? Hat sich irgendwas geändert? Geht immer noch relativ niedrig. Hat sie jetzt nicht mal auf 0% gestellt gehabt? Ich hab doch irgendwann mal ganz am Anfang des Let's Plays gesagt gehabt, ja, ich habe mal auf 0%, weil in Amerika in den Steppen ringt es eh nicht so häufig. Weil es ist schon wieder drauf, 30%. Hat ich das irgendwann zurückgestellt gehabt? Auf jeden Fall bis jetzt ja schon häufig. Bleibt direkt der Flieger immer erstmal stehen. So, was heißt denn mit dem Bus? Bravo, Junge. Na, das ist wirklich leider nicht. Was ein Opfer, Alter.
Ja, Leute, dauert ein bisschen, ich muss noch Büsten rangieren. Ich lasse mir Zeit, ne? Ja. Schon von nur 55 und die ich habe nicht mal das. Was für traurige Menschen. Dahinter. Obwohl jetzt gerade kein Schild kam, ist schon mal 50. Aber nur ein 70er Schild gerade. Ich glaube, wir haben einen Kopf mal schwungen oder von der Heftig da drauf.
Das ist eine Strecke. Hoch, runter, hoch, runter. Holy Bugger, glaube ich. Hätte ich nur noch 55 fahren dürfen, aber definitiv noch zwei weitere Folgen. Eieiei. Aber wenigstens keine 7 Folgen, oder so nochmal 6. Trotzdem traurig. So eine weite, schöne, gerade Strecke. Ja, relativ geradlinige Strecke. Dann noch mal 50. Sad.
Ich habe da gerade einen Auflieger gehabt. Da kann es aus, wenn der Auflieger in den Pickup reingeht. Aber auf jeden Fall sah es sehr seltsam aus. Die Idee war nämlich eigentlich zu wenden und dann wieder, also einmal hier hoch rum und dann da raus, so rauszufahren. Weil da hinten schon ein Rad lang, hätte man gut rausgekommen. Aber wenn hier auch eine Auffahrt ist, dann macht das ja fast keinen Sinn. Sehen wir uns denn ja, zu einer weiteren Folge denn morgen wieder wahrscheinlich. Also für mich morgen. Bis dann.